Ja, fragen wir mal die Freundin, was die dazu sagt. Erwischt! Hallo. Hast du dich jetzt abgeschossen? Nee, du hast das Spexi noch nicht angemacht. Ja, das mach ich gleich. Doch, warte. Fuck, Alter. Also wie verdammt schön kann ein Dorf sein? Von Antiques? Ja. Wir sind jetzt kurz vor Soler. Wie heißt das Ding? Ich spreche es bestimmt tausendmal falsch aus, aber es heißt von Antiques. Sagt es uns gerne mal, wie es heißt. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber von irgendwas. Einigen wir uns darauf. Traumhaft schön. Ja. Die Strecke hier runter. Auch traumhaft schön. Auch traumhaft. Also da fehlen einem echt die Worte. Wir werden jetzt ja auf jeden Fall mal das hier angucken. Ein Käffchen trinken. Vielleicht nehmen wir uns hier noch so ein Cinnamon Roll mit. Also, wir gönnen uns jetzt hier richtig, weil das Städtchen, das lädt einfach dazu ein, hier ein bisschen zu verweilen. Das ist unglaublich. Geld raushauen. Soler soll schon wirklich schön sein. Aber das hier, das ist jetzt echt eine Perle, die kam unerwartet. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Grandios. Und in der Sonne ist es richtig schön. Ah, es ist ein Traum. Wirklich. Ich glaube, in dieser Stadt ist einfach alles schön. Also jede Ecke, jede Gasse, der Weihnachtsschmuck, wunderschön. Die größten Zimtschnecken, die ich hier gekauft habe. Aber auch die teuersten. Wir sind in Soler angekommen. Unserem eigentlichen Ziel, ja, also die Stadt davor oder das Dörfchen davor war jetzt, lag halt auf dem Weg, sag ich mal. Aber war schön. Aber war super schön, ja. Es zieht sich jetzt leider ein bisschen zu. Nein! Ich bin immer der Überbringer der schlechten Nachrichten, habe ich so einen Eindruck. Ich muss hier immer sagen, wenn schlechtes Wetter ist, aber ist halt einfach so. Es ist noch nicht schlechtes Wetter, aber über die Bergketten kommen jetzt so langsam dunklere Wolken. Aber wir lassen uns nicht beirren und gucken jetzt erstmal nach irgendwas Leckerem zu essen. Leider hat unser Video-Equipment uns mal wieder in Soler ein bisschen im Stich gelassen. War es das Video-Equipment? Das war meine Schuld. Ich habe leider die SD-Karte nicht leer gemacht. Wir haben trotzdem ein paar Handy-Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, man sieht den Unterschied nicht so. Wir sind jetzt hier an Soler Port, direkt am Leuchtturm stehen wir. Und es ist absolut die Hölle los. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen weggeschlichen und eine ruhige Ecke gesucht. Es sind auch irgendwie gefühlt alle Camper, die wir bisher gesehen haben, sind auf diesem Platz hier versammelt. Irgendwie 5 Stück oder so. So viel haben wir in der ganzen Zeit noch nicht gesehen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Patroni-Aufnahmen machen hier, schön zum Sonnenuntergang. Das sieht wieder unglaublich schön hier einfach aus. Wir werden jetzt den Abend noch ausklingen lassen und dann sehen wir uns morgen früh und berichten euch noch ein bisschen
zu unseren Plänen. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Guten Morgen zusammen! Unser guter Freund der Wind hat uns wieder. Wir befinden uns am Port de Soler. Hatten gestern eine hervorragende Nacht mit Amelie und TC. Ah. Von Rosie's Road. Rosie's Road. Schaut mal bei denen auf Instagram vorbei. Es war richtig coole Leute. Spanier haben aktuell Feiertagswochenende. Dadurch war es da richtig voll. Ja, da war es jetzt echt schon zu voll und sehr, sehr windig. Dank des ein oder anderen Glühweins konnten wir dann doch aber schlafen. Werden heute Nacht aber gar nicht jemand woanders verbringen. Ja. Die Männer haben nämlich mehr getrunken als die Frauen und dadurch hatten die Männer eine entspannte Nacht. Ja, das hättet ihr ja auch machen können. Und wir zwei Mädels haben nicht ganz so gut geschlafen. Wir gucken uns das jetzt hier mal an und gehen erstmal was durchschicken, würde ich sagen, weil wir haben nichts mehr. Sehr schönes Kaffee hier in Soler mit Mandelkuchen. Der war richtig geil. Der war wirklich sehr gut. Der war so richtig saftig. Gell? Ja, der sah wirklich hervorragend aus und hat auch hervorragend geschmeckt. Wir müssen jetzt Wäsche waschen. Zum Glück ist hier in Soler gleich so eine Self-Laundry. Nur ein bisschen problematisch hier mit dem Parken, weil die Stadt wirklich klein und eng ist. Und wir müssen mal gucken, ob wir da dann hier parken können. Wir können jetzt hier nicht durch die ganze Innenstadt mit unserer Dreckwäsche laufen. Das ist ja ein bisschen strange. Weil wir wieder mal sehr viel haben. Ja, ist ja auch. Buckeln wir uns zu Tode. Und danach werden wir Soler wahrscheinlich wieder verlassen Richtung Süden. Und hoffen, dass es ein bisschen weniger windig ist. Und wir ein bisschen weniger Sand essen müssen heute Abend. Wir haben leider einen Verletzten zu beklagen. Ich entschuldige mich schon mal vorab für meine Sitzpose. Ich habe vorhin gedacht, es wäre eine sehr clevere Idee, wenn ich unseren frisch gefüllten 30 Kilo Wassertank hochhebe. Weil ich Fabi Hilfe, also ich wollte Fabi Arbeit abnehmen. Ja. Und dachte, ich unterstütze ihn und wollte ihm den Frischwassertank entgegennehmen. Und als ich ihn hochgehoben habe, hat es einmal richtig doll hinten im Rücken reingezogen auf der linken Seite. Und seitdem weiß ich nicht, wie ich sitzen soll, wie ich liegen soll, wie ich stehen soll, wie ich gehen soll. Es tut einfach nur unendlich weh. Ich habe sie dreimal gefragt, ist das eine gute Idee? Und das Ergebnis haben wir jetzt. Aber Fabi hat sich schon ganz lieb um mich gekümmert und mir eine Wärmflasche gemacht. Ja, wir bekämpfen das jetzt mit Wärme. Es ist auch echt ungemütlich draußen. Es windet wieder sehr stark. Wir befinden uns jetzt in Valdemossa. Mhm. Und das sieht sehr schön aus. Es ist halt einfach nur ein bisschen ungemütlich. Wir werden uns das die Woche angucken und hoffen, dass wir hier gut in die neue Arbeitswoche starten können. Wir wollten uns auch nochmal ganz herzlich bei allen Kommentaren beim letzten Video bedanken, die uns ja unterstützt haben und gesagt haben, wie
wie toll wir uns entwickelt haben, beziehungsweise, dass das jetzt einfach die logische Konsequenz ist, ja, einen neuen Van auszubauen. Ja, wir haben uns riesig gefreut. Also, ich hab immer die Kommentare gelesen und hab sie dann Fabi vorgelesen und es war richtig schön, es hat richtig viel Spaß gemacht. Also, da haben wir uns beide riesig über gefreut und haben das auch selber nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und uns hinterfragt. Und es stimmt absolut, ein neuer Van ist wirklich so der nächste Step in unserer Entwicklung. Und wir haben uns in dem letzten Jahr beide, jeder einzeln für sich und wir uns auch als Paar, so viel weiterentwickelt. Wir haben so viel auf die Beine gestellt, sind unheimlich stolz auf uns und aufeinander. Und deswegen freuen wir uns riesig, da jetzt auch wieder das Projekt zusammen anzugehen. Und diesmal nicht nur zu zweit, sondern mit vielen Leuten, die uns dabei zugucken und Freude daran haben. Ausschließlich wirklich positive, sehr schöne Kommentare. Das hat uns echt, echt gerührt und zeigt uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das machen wollen und sollen und da richtig Bock drauf haben. Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder beim Ducato bleiben. Zumindest in der Form, also wenn es jetzt ein Jumper... Ja, genau, also die Baureihe auf jeden Fall. Zumindest kein Crafter, kein Transit und kein Sprinter. Ja, wir werden bestimmt in der Baureihe bleiben und ja, größer auf jeden Fall. Wir sind uns noch nicht sicher, ob L3 oder L4. Tendieren aber zu L4. Wir tendieren gerade zu L4, müssen wir sagen. Wir haben heute einen richtig schönen Van gesehen von Amelie und Tizi, die wir vorher schon erwähnt haben. Das ist ein L3 und man hat sofort, als wir drin waren, diesen Größenunterschied gemerkt. Gell? Ja. Also das ist schon extrem und deswegen hat es uns auch heute nochmal bestärkt. Also wir brauchen mindestens L3, aber Fabi hätte jetzt auch eigentlich gesagt, am liebsten dann L4. Ja, ich weiß nicht. Also wenn wir dann halt schon mal größer gehen, dann wahrscheinlich gleich richtig viel größer. Hm. Aber wie gesagt, mal gucken. Man muss ja auch erstmal gucken, was auf dem Markt aktuell ist. Wir haben schon mal geguckt, es ist ein bisschen leichter geworden, aber es ist immer noch nicht easy, ein gutes Fahrzeug zu finden. Mhm. Die Preise sind immer noch sehr hoch und teilweise echt frech hoch. Dann einfach im richtigen Moment zuschlagen, wie immer das auch gehen soll, müssen wir mal gucken. Ja, das schauen wir dann zu der gegebenen Zeit. Ich denke mal, wir werden den Markt einfach beobachten und haben ja jetzt aber insofern nicht die Eile. Wir müssen ja auch Elvis dann oder wollen ja dann Elvis auch noch verkaufen. Müssen wir auch ein bisschen Zeit einplanen und deswegen kommt das alles zu seiner Zeit, denke ich. Aber einfach, das kommt auch mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Wir wissen halt wirklich jetzt ganz genau, was wir auch mitnehmen und welche Sachen wir dabei haben und welchen Stauraum wir brauchen und was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben so viele Vans jetzt auch gesehen. Was auch Sinn macht, was keinen Sinn macht. So startet die neue Woche bei uns. So startet die neue Woche für uns. Schade, dass wir den Song nicht reinspielen können. Wir haben gerade Frank Sinatra gehört mit Jingle Bells. Jingle Bells. Sowieso der coolste Typ, wenn es um Weihnachtsmusik geht, finde ich. Wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann gucken wir uns nachher Valdemossa an. Valdemossa soll richtig schön sein. Es ist auch richtig voll, weil aktuell sind irgendwelche Holidays hier in Spanien. Ja, Mittwoch ist, habe ich gelesen, Maria Empfängnis. Das kann man doch auch mal feiern, Maria Empfängnis. Und dann gucken wir mal Valdemossa nachher an. Wir müssen jetzt leider noch ein bisschen arbeiten, weil es ist erst Montag. Und Montag ist immer ein stressiger Tag. Ich beantworte jetzt erstmal alle eure Kommentare. Ich habe auch schon mit beantwortet. Wir sind schon fleißig und ja, dann geht's nachher los. Stimmt's? Jetzt dancen wir noch ein bisschen zur Weihnachtsmusik. Wir dancen jetzt aber erstmal noch ein bisschen. Feierabend, wie das duftet. Feierabend, wie das duftet. Nur die mit der Mühle. Wir gucken uns jetzt, wie heißt das Ding an? Valdemossa. Valdemossa, genau. Ich habe Geografie in der Schule gehasst. Das war mein absolutes Hassfach. Vor allem Topografie. Aber als wir vor einigen Jahren angefangen haben zu reisen, seitdem kann ich mir so Städtenamen und Orte viel, viel besser merken. Und weiß immer besser Bescheid als Fabi. Obwohl ich in der Schule das totale
Geografieopfer war. Bei mir wie mit Elektrotechnik, wenn man mal ein Van ausbaut, dann versteht man, wofür man das Ganze lernt. So ist bei mir mit dem Reisen. Man braucht da immer nur ein Anwendungsbeispiel für, das nicht irgendwie völlig fernab der Realität ist. Dann macht das auch Spaß. Yeah. Wir gucken uns jetzt wirklich mal die Mosse an. Ich freue mich schon. Die Sonne kommt ein wenig raus. Gute Laune. Ja, ist der schlimmste Tag ist rum. Montag ist weg. Nee, Dienstag ist auch noch meistens. Dienstag ist auch noch doof, ja. Noch die Müdigkeit. Schönes Städtchen. Das ist traumhaft schön hier gerade. Im Übrigen, heute habe ich erfahren, dass Felantis, in dem wir ja davor waren, das schönste spanische Dörfchen anscheinend ist. Und das, ich glaube, das können wir auch so unterschreiben. Das können wir total unterschreiben. Das war wirklich wunderschön. Das hier ist aber nicht minder schön, muss ich sagen. Nein, gefällt mir auch gut. Es ist natürlich viel los aufgrund des Feiertags, aber auch wunderschön. I'm trying to fix what is broken. 'Cause my time is running out in the sand. Ooh, I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead. Schön, wir haben noch einen Tee getrunken. Ja. Für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren jetzt nach... Oh, ich weiß es nicht. Es ist wir so, schauen, suchen es nachher nochmal raus und sagen dann nochmal den genauen Ort. Wir schreiben es auf jeden Fall hin. Es ist an der Westküste südlich jetzt von diesem wunderschönen Ort. Valdemossa? Ja, eine halbe Stunde fahren wir ungefähr. Ja. Und haben dann einen schönen Stellplatz rausgesucht und erkunden jetzt wirklich die kleinen unbekannten Dinge. Was denn? Eine Postkarte. Oh, wir hatten ja noch das Versprechen, dass wir eine Postkarte an den schicken. Der erzählt, wie oft wir windig gesagt haben in diesem Video. Und natürlich möchten wir das auch sehr, sehr gerne machen. Und jetzt gucken wir erstmal nach einer Postkarte. Nach einer schönen natürlich. Hier können wir aus Valdemossa eine nehmen. Die ist auch geil hier. Die ist auch cool. Welche hättet ihr genommen? Wir haben uns jetzt für die entschieden, die ist lustig. Wir können natürlich auch mal wieder Deutsch, aber Fabi hat gerade schon gesagt, es war vom Akzent her ein Österreicher wahrscheinlich. Super nett, super freundlich, kurz geschnackt. Und kann ich nachher schreiben. Wir sind angekommen an diesem wirklich wunderschönen Stellplatz wieder. Ich zeige euch morgen, wie ihr seht, es ist nämlich schon echt dunkel hier. Aber die Aussicht ist, glaube ich, wieder spektakulär. Also freut euch auf gleich und für mich morgen. So, unser neuer Lieblingsessen. El Patron, nee, wie heißt die? Pimientos. Pimientos, El Patron, El Patata Frita. Und ich wurde jetzt schon zum Biertrinken verdonnert, weil wir kein Wasser mehr haben. Aber ich opfer mich fürs Team. Und ganz wichtig ist, 3 Kilo Aioli dazu essen. Sonst schmeckt das nicht. Gestern sind wir angekommen auf diesem wunderschönen Parkplatz. Es ist wieder ein Traum, dieses kleine Städtchen genau am Meer. Und wir haben hier geparkt und übernachtet auf diesem kleinen, am schnuckeligen Parkplatz. Die Sicht ist grandios. Wir hatten ja auch echt eine leckere Pizza gegessen heute. Fleißig gearbeitet. Das Video ist heute fertig geworden, das jetzt dann rauskommt. Das vorherige natürlich. Und jetzt gucken wir mal noch kurz ans Meer und fahren dann schon zum nächsten Platz, weil wir müssen einkaufen. Wir haben gar nichts mehr zum Essen.
Und das ist ein bisschen doof. Deswegen müssen wir hier weg, weil hier gibt es keine Supermärkte. Also ich weiß nicht, wie die Menschen hier überleben. Die müssen hier halt dann echt immer 20, 30 Kilometer in den nächsten Supermarkt fahren. Schweres Los, aber dafür haben sie natürlich eine grandiose Aussicht und eine ganz gute Pizzeria. Was hast du denn da auf? Ich bin in Weihnachtsstimmung. So, als nächstes geht's für uns nach St. Elm oder sowas. St. Elm. St. Elm ist bekannt dafür, dass es die krassesten Sonnenuntergänge hat. Haben wir gehört. Haben wir gehört, weil das liegt genau an der Westküste. Und mal gucken, ob man da wirklich so schöne Sonnenuntergänge beobachten können. Jetzt gucken wir uns das hier noch kurz an und dann geht's auch gleich los. Elbe ist schon ganz schön zu kämpfen. Ja, wir auch. Wird Zeit, dass wir wieder Sport machen hier, ey. Du hast doch dasselbe gesagt. Nicht vor der Kamera. Das sind jetzt die weihnachtlichen Schuhe. Schön, gell? You're the one I trust, and I always be around when I need some love, and baby, no one else. Yeah, let you down. Wir stehen immer noch. Nee, wir sind in St. Elm angekommen, besser gesagt, und müssen heute noch ein bisschen arbeiten. Wir haben einen super coolen Stellplatz mal wieder gefunden. Wir stehen hier und da ist das Meer. Es hat ganz schön geschüttet und gewindet die Nacht. Mussten heute schon Starthilfe geben für ein nettes spanisches Pärchen. Das haben wir natürlich sehr gerne gemacht. Mucho gusto. Hier, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Die See ist ganz schön aufgeraut, aber es sieht richtig cool aus. Ach, so schön, dass meine Augen weg einfach. Sag mal hallo. Hallo. Wir wollen nämlich im Café ein bisschen noch weiter arbeiten, weil uns gerade ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. So, Feierabend. Hier ist für heute. Und die Sonne kommt raus. Ja, jetzt ist auch kein Wind mehr. Ganz abgefahren. Echt also schön innerhalb jetzt. Von einer Stunde. Es hat mal es kurz ist wirklich richtig, genau eine Stunde. Es hat mal kurz richtig geschifft. Und jetzt scheint einfach die Sonne. Das Klärchen kommt raus. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns richtig drüber. Und auch es ist weniger windig, würde ich sagen. Extrem. Es ist immer noch windig, aber jetzt nicht mehr so krass wie vorhin. Die Wellen haben sich auch ein wenig beruhigt. Wir haben fast Wochenende, Donnerstag ist schon. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Stellplatz hier, zumindest mit dem Wetter. Also der Stellplatz ist hervorragend. Das Wetter ist leider nicht ganz so gut. Wir haben nicht so wirklich den Sonnenuntergang sehen können. Aber ich sag mal, die Aussicht könnte schlechter sein. Man kann sich schon vorstellen, dass es hier ganz
schöne Sonnenuntergänge gehen kann hier in St. Elm. Keine Ahnung, wo wir heute Abend stehen und wo es ein bisschen windgeschützter ist. Und dann geht es weiter. Und ja, fragen wir mal die Freundin, was sie dazu sagt. Erwischt! Was ist da? Wir müssen jetzt erstmal rauskommen, aber Elvis ist ja ein verkappter Defender eigentlich. Ja. Wir kommen mal locker raus. Ja, Elvis hat da Bock drauf. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen vierten Advent. Wundert euch nicht über meine Augen, es ist sehr hell und ich kann nur so gucken. Also macht's gut alle zusammen. Wir sehen uns. Ciao. Alter, dieser Tisch ist einfach nur Schrott. Sag das in die Kamera. Nein. La 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 la